Lululululululu. Ja, hallo, ne? Sie sind so. An, die Ey, anderen sind was? auch irgendwie da, also hallo, ne? Ja, Wir so, irgendwie hi. so, ne? Ja, Wie immer. eigentlich schon. Irgendwie halt, So. ja. Wo seid ihr Ja. denn? Und so. Ich Ja, bin. Ach, ihr da, seid wo da. ich immer Wunderbar. Das bin. ist super. Das gefällt mir. Gut, dann willkommen zurück zur Season. Ja, genau. So und nicht anders. Das war jetzt mal der absolut verkackteste Start, den wir, glaube ich, jemals Ich fand hatten. den super. Ja, der war Vollkommen klasse. gut Also, ich weiß durchdacht. nicht, was du daran noch Er anders als hatte so verkackte viel Sachen Stil. magst. Verkackte oder bekackte? Beides. Ah. Herz allerliebst. Sepp Sepp mag doch erwartest du was Scheiße. anderes von mir? Ah, stimmt schon. Naja, von dir erwarten wir schon ein gewisses Feld und Maß am Niveau. Von mir Niveau? Wo lebst du? In Also, was einer für Welt, niemand in der erwartet, sich ist der Markt Nivea immer in den über Haaren. mangelndes Puh! Niveau beschwert. Warum Nivea in den Haaren? Das ist ein Shampoo, Mann. Das Head and Shoulders, wenn ich es mir leisten kann, und ansonsten benutze ich Schaumer. Und was Okay. benutzt ihr so? Ganz Garnier klassisches Fructis. Billigzeug. Benutzt Garnier Fructis. Ja, da Interessant. werden meine Haare so fruchtig. Deine Haare werden fruchtig, sehr interessant. Ha. Interessant. So Sehr fruchtig, du kannst, das interessant. kannst du dir gar nicht vorstellen, wie fruchtig das sein könnte. So übermäßig fruchtig. So. Und warum brauchst du so fruchtige Haare, um Argas anzulocken, oder? Nee, weil ich einfach auf Früchte stehe. Du stehst auf Früchte. Ich stehe auf Interessant. Gibt es Früchtchen, dafür auch eine ja. extra sexuelle Neigung? Nee. Denkst du jetzt an Melonen? Ja gut, so habe ich die Amerikanische Verwandten Kuchen. gesehen. So, im Hintergrund. Ganz Oh gut. Gott, sind die Witze gerade wieder schlecht. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen erstmal so anfangen, ne? Und dann Wir auch so müssen aufhören. uns ja erstmal warm laufen. Ja, und dann Ja, so jetzt aufhören, haben wir wieder die anfangen. Aufmerksamkeit, jetzt können wir mit einem ernsten Thema anfangen. Welche ernste Themen? Ernste Themen und wir in der Season, das sind zwei Dinge, die niemals Ja, miteinander. eben, was soll das? Es wäre langweilig, wenn wir ernste Themen Fang ansprechen an würden. zu ackern, du Sau! Na, wir können es ja mal versuchen. Mit was Aber können wir der denn mal ein Acker ernstes windet Thema? ackern. Ernstes Thema, was gerade hier. Ein Monsanto, habt ihr da erneuerbare schon gehört Energien. hier, wie es weitergeht mit den Leuten? Was? Mit diesen Amerika? lustigen Gensamen? Habe ich heute mal wieder Nein. was gelesen drüber. Was Das ist denn? fast am fertig sein. Also die müssen nur noch irgendwie drei, vier Länder überzeugen davon. Oder erkaufen, wahrscheinlich eher erkaufen, dann ist Ja, es er kauft, durchgesetzt. trifft's besser. Ja, und damit haben wir dann Krieg im Magen. Also ich will Yeah, das ähnliche lecker, Zeug echt nicht om. futtern, gell? Es kommt darauf an, wo du dir deine Sachen halt kaufst, ne? Wenn du Ja, es was beim heißt kaufst du? regionalen Du kriegst Bauer. ja nur noch den Scheiß zu kaufen. Und es soll ja auch Warum so geht's sein, dass denn? die Bauern eben auch aufhören. Also sie müssen auch dann diese Gensamen benutzen. Ja, Und ich wirklich, glaube, sie das müssen. kriegen die, egal wie viel sie kaufen, das werden sie nie komplett durchgesetzt kriegen. Oh doch. Du weißt, du kennst die Politik, du weißt, was die Ja, durchsetzen oh, können. Ja. Geld! Was Ja, und eben genau deswegen, weil es heißt einfach Politik? nicht Es ist ja keine Politik, durchgesetzt es ist wird. ja, es ist Es wird ja offiziell wahrscheinlich so sein, aber Lobbyismus, es wird genau. so hohe Schwarzzahlen geben, die es immer noch normal machen, weil du Ja. hast nicht annähernd genug Leute. Du müsstest schon so sämtliche Arbeitslose von Argas Kaliber einspannen, um auch nur annähernd die Hey! Bauern um auch nur annähernd die Bauern kontrollieren zu Boah, war das mies, Alter. können. Sorry. Er hat gerade so gut gepasst. Du bist gemein. Ja, So, jetzt haben wir mal erinnerst du dich noch abgelenkt, dran? ne? Wo Ja, waren aber du wir? Wie war bräuchtest das? sowas von viele Arbeitskräfte, um das auch nur annähernd zu kontrollieren, dass jeder Bauer diese Samen benutzt. Ja, Und wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass das außerdem gehen möglich ist, dass dazu sie das noch schaffen. sämtliche Bauern und sämtliche Umweltschützer und Naturfreunde gehen dazu auf die Barrikaden. Es Ja, wird und genug was machen? Politiker Was geben, die bringt denn das? dagegen Es hat sind. schon oft genug gegeben, diese Demonstrationen. Es sind versuchte Demonstrationen, die eh nie beachtet werden. Ja. Das will ich so nicht sagen. Es gibt auch genug Demonstrationen, die was gebracht haben. Lobbyismus, Mehr als genug. Lobbyismus, das wird nicht beachtet, das ist den Kackegal. Ja, aber Hauptsache, die wenn sehen es ihre niemand, wenn Kohle. denn sich jeder weigert, was anzubauen, weil irgendwann wird es so krass werden. Ja, das hoffe ich doch, dass die Menschen Die vernünftig genug sind. sind und sich nicht einschüchtern lassen, aber du kennst Die doch Menschheit kocht bekloppte. momentan in so vielen Themen. Irgendwann wird es reichen und irgendwann wird es hochgehen. Es wird Ich hoffe es. Am ziemlichen besten direkt im Bombeneffekt bald Bundestag, haben. dass die alle verrecken. Was? Das würde ich vielleicht nicht zu laut sagen. Die Hab ich NSA gar hört nicht, mit, ich weiß hab ich doch. geflüstert. Du Ja, weißt doch, die NSA hört mit und liest mit ja. und sieht mit Und schmeckt mit. und schneidet mit. Ja, und riecht mit. Was zur Ach. Hölle? Ach, da, Moment. ah, jetzt verstehe ich. Das war also der Russe immer hinter mir. Der war aber NSA-Mitglied. Au. In Wirklichkeit ist er gar nicht verhungert. Er Der ist nicht verhungert. tot, der ist in Wirklichkeit immer noch in deinem Zimmer und hört dich ab. Ja, jetzt siehst du ihn Du nur. sitzt im Dann Schrank reden wir voll wahrscheinlich täuscht. irgendwo und kauert dort. Wartet Ich auf den will, dass Moment. er die Klappe hält. Ich will, dass er die Klappe hält. Bitte, halt die Fresse jetzt. Hör auf damit, mich so zu quälen.
Naja, mein Gott, selbst dran schuld, wer sich so einem Kackverein anschließt. Ja, echt mal, also das ist... Ja, total. Es geht absolut gar nicht. Ey, jupp. Immer diese Russen, die einfach sowas machen. Nee, das will ich die gar nicht sagen. Also, ich habe ja nichts gegen Russen, aber ich meine halt solche Leute, die durch solche Idiotenveranstaltungen angehören. Das hat ja nichts direkt mit dem Russen zu tun, das hat ja einfach damit zu tun, dass immer diese Russen, die sowas machen. Das kann ja auch jedes andere Land sein. Sofa weiß ja, dass ich nichts gegen Russen habe. Naja, das ja, schreibt ihr in den Kommentaren. Natürlich, deswegen habe ich das auch gerade erwähnt. Ich muss auch Sofa ein bisschen eher. Lol. Übel abgeschnitten, ey. Schön war das Internet. Sie war gerade hinter ihm und hat ihn eine verpasst. Und Polen muss ich, mag ich natürlich auch sehr gerne. Du warst eben kurz weg, ist dir das bewusst? Ja. Okay. Hat sich nicht so angehört, deswegen wollte ich nur nochmal zu. Ich habe mich zwischenzeitlich mal ganz kurz gemutet gehabt. Verdammt, wir wollen aber sehen, wie du geschlagen wirst. Ich wurde nicht geschlagen. Ja, das brauchtest du. Doch. Ausnahmsweise mal nicht. Unglaublich. Da brauchst du gar nicht so zu lachen. Man hört es wirklich. So. Jetzt heißt es Melonen bauen. Melonen. Eine Melone. Eine Mine. Nein, Melone. Ich bin einer Mine. Achso. Ganz mit viel Spaß einer in der Melone. Mine. Ja, ich bin mit einer Melone in einer Mine. Ich bin sogar mit zwei Melonen in einer Mine. Oh. Er hat zwei Melonen. Mag die angewachsenen. Darf ich die mal anfassen? Nicht. Ja, Sepp, ach, du darfst. Hölle, Sepp. Was denn? Jeder will Felix, du fährst die jeden Abend an, also sei mal ganz leise. Also wirklich. Hey, jetzt sag doch nicht sowas. Arme also wirklich, Felix. Sind jetzt aber auch ein bisschen uns gegenüber, ne? Das, also, halt dich da mal ein bisschen zurück, Freundchen. Herr Felix, ist das eigentlich viel zu peinlich, weil er ist ja so schüchtern, aber es ist jeden Abend. Jeden Abend. Mindestens, ja. So. Ja, das ist mehr als einmal am Tag, das ist ja sowieso normal, aber jeden Abend. Ah ja. Der regelmäßige Zeitpunkt für die Pokémon-Karten. Eben. Und eine Ebene der Stille folgte auf diesen grandios vorgetragenen, niveauvollen Beitrag zur abendlichen Unterhaltung. Wer pfeift denn da so grausam? Ja, Arger, der Depp. Arger. Hä? Wer sonst? Warum ist hier... wenn irgendwas falsch klingt oder wenn irgendwas verkackt wird, Arger. Es sei denn, es stirbt jemand, dann ist es Felix. Was, Alter? Du stirbst immer, Felix, denk doch dran. Ja. Oh, ja, wenn ihr mich immer tötet. Nein, wir töten immer. Das sagst du immer, dass wir dich töten. Ich habe mich schon getötet. In Wirklichkeit ist es einfach so, dass es normal ist, dass du stirbst. Und es wird magisch, es ist wie Magie. Unsere Schläge werden quasi magisch angezogen auf dich. Du kannst gar nicht überleben, wenn irgendwer... Mag, völlig falsch, das ist ein Naturgesetz. Die Schläge werden von eben wie gravitationstechnisch angezogen und so. Ah. Natürlich, muss ja und so. Ja, klar. Absolut. No? Jeden macht die Schwerkraft fertig. Ja, wie schon. Ich mag's ja auch nicht unbedingt. Hey! 95! Wie das jetzt gecheckt hatte. Nee, das war so ein Moment. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Was ging gerade? Sein Gewicht oder was? Ich hab grad nur gesagt, weil jedem macht die Schwerkraft fertig. Besonders Aga. Was hast du drauf gesagt, Aga? Ich hab nur irgendwas mit 95 verstanden. Hey. Das hab ich nicht gecheckt. Das ist ey so. Ey, Sepp, sag mal, schläfst du? Nein, ich bin nur gerade konzentriert. Also ich schlafe, ja. Hast recht. Du genau. Konzentriert. Was denn? Ich bin immer konzentriert. Höchst konzentriert mit der Aufnahme. Ja. Immer voll dabei, mit vollem Elan und... Ja. Wähl denn jede Aufnahme, die ich mache. Klappt das mit dem Trichter und... Nein. Und? Einfach, weil du fragst, nein. Ja, richtig. Warte mal, nee, warte. Was sag ich doch, es gab nicht. Siehst du, ich hab recht gehabt. Haben sie dich jetzt so verunsichert? Ja, mich hat jemand verunsichert. Nein. Du machst einen Trichter zu deinem Ofen. Nein. Du machst einen Ofen, einen Trichter zu deiner Kiste, gell? Nein. Ja, das funktioniert. Nein, tut's nicht. Also hast du dann... Gut, dann hab ich das. Musst du noch einen weiteren Ofen machen, der Kohle reinmacht von der Seite. Das ist jetzt zu viel für ihn, hör auf. Und natürlich noch oben einen Ofen, der... Explodiert gleich.
Über Doom wischt es weg, ne? Nicht, sein Verstand zerspringt gleich in Milliarden von kleiner Teile. Geh einfach in mein Lager, dann siehst du das nicht. Kleiner Teile passt von mir. Ich will nur wissen, ob es vom der große Teile können ja nicht rauskommen. Das eben, das ist ja auch gar nicht so. Das sind die Dinger doch da. Aber wenn der Trichter dann voll ist, oder? Nein, sofort, wenn etwas in den Trichter drin ist, wird das in die Truhe weitergeleitet. Weil du musst das ungefähr so machen. Ist die Truhe so, dass sie geöffnet werden kann? Ist so. Ja. Du kannst anders machen. Merkwürdig. Irgendwas richtig. Machst du falsch. Also, das ist fehlt. Natürlich macht doch irgendwas falsch. Eben. Richtig. Dann komm mal her, Aga. Mag ich nicht vorbei. Ja, statt sie. Ich muss was abbauen. Gibt hier immer noch nichts zu sehen. Nee, ich will auch gar nichts sehen. Ich will deine Ranken haben. Die da schön runterwachsen. Achso, ja gut. Die darfst du dir... Toll. ...bitzen. Juhu. Aber immer diese Spitze hier. Aber ich hab nicht gefragt erstmal. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Das ist auch sehr, würde ich nämlich auch so sagen. Vorbildlich, genau, ja, vorbildlich. Das also, ich ne, darf man ja mal. Auch ich darf mal Vorbild sein. Und ich darf auch mal ab und zu Mark helfen. Penis! Wir haben auch alle gleich mit einspringen. Natürlich, muss ja auch so. Hallo, 3 von 4 Leuten hier sind regelmäßige Festivalgänger. Wenn wir darauf nicht anspringen, ist irgendwas verkehrt. Helga! Was denn? Nee, also ich glaube, dass er nicht Felix meint, sondern er hat dich, Aga. Ja. Festival, ich? Ja, eben, dass du kein regelmäßiger Festivalgänger bist. Ja, genau, aber 3 von 4 und der 4. der geht nicht drauf ein. Du bist aber auch drauf eingegangen, du Honk. Ja, aber ich bin ja kein Festivalgänger eigentlich. Es ging nicht darum, wer da drauf eingegangen ist, sondern wer im Allgemeinen und darauf schneller eingehen dürfte. Ja, und Felix ist nicht drauf eingegangen. Ja, weil ich gerade... Darum ging es gerade gar nicht. Aga, du bist... Oh, die Unlogologie. Ja, das ist das erste Thema. Das ist Dummheit. Wir müssen ein extra Let's Play machen, wo einfach irgendein sinnlos und hörnloses Bild im Hintergrund läuft, zum Beispiel wie ein Bild von Aga, und dann über die Unlogologie reden. Das haben wir schon vor, Marc. In die ähnliche Richtung ist geplant. Hey! Werden wir irgendwann machen. Aber mit der Power. Ja, auch mit deinem Bild, Aga. Ja. Wir nehmen nur bei 4. Ach, Leute, der fängt doch gleich an zu heulen. Ja, und? Verstehe ich das? Ach, Marc, ich brauche gar nicht zu dir, ich habe so viel Zeug. Ich will auch gar nicht zu dir, wer will schon bei dir sein? Echt mal, wer will zu mir? Also, ich verstehe nicht, welche Leute sich freiwillig mit mir abgeben. Aber ich verstehe euch nicht. Ich verstehe uns nicht. Warum machen wir das? Versteht euch selber nicht. Nee. Das ist auch ein Fall für die Unlogologie. Jo. Wird aufgeschrieben. Aufdeletiert. Und in der nächsten Vorlesung hören Sie. So, jetzt will ich wieder mein Haus wiederfinden. Ich hab's. Und in der nächsten Folge hören Sie, warum ein Baum? Warum ein Baum was? Das ist die Frage. Ach so, gute Frage. Lol, wer kommt denn da? Ich. Also da habe ich echt noch niemanden hochkraxeln sehen. Ohne Mist jetzt. Alle gehen immer schön da draußen drum und Aga kraxelt gleich hier hoch. Natürlich. Es war der kürzeste Weg. Also. Wie so eine dicke, fette Spinne, die gerade einen Berg hochgekrabbelt kommt. Dicke, fette Spinne, fliegen doch an. Ja, schau mal, wo... Felix, schau mal, wo der Stupfen vom Trichter hingeht. Na, oben das klar. Sonst sind wir vielleicht noch mit mehr, mit so einem Neonschild mit Müll. Ja, nee, ich mach mir jetzt eine Fackel. So wie du das gerade gebaut hast, gehen die Items. Ich überleg gerade dir eine Whetstone-Lampe von dem Neonschaltung mit Müll von der 50 basteln. Ich hab eigentlich vor, in meinem Baumhäuschen etwas mit Redstone zu basteln. Du willst da. Sepp will was mit Redstone machen. Du musst auf den unten auf den Ofen gucken. Ich hab da so eine Idee. Was und hier hast du denselben Fehler gemacht. Du musst den Ofen auf den Gegenstand, wo das Zeug rein soll, ranklicken. So, jetzt habe ich jetzt mal ganz viele Ranken. Von oben, hier oben drauf setzen. Da mache ich aber den Ofen auf. Dann mach, hältst dann du Schiff halt gedrückt. Halt mal Schiff gedrückt. Ja, nö, das könnte das ist die Taste über STRG. Hätte man auch Umschalttaste. Ja. Es ist Shift. Nicht die Feststelltaste, weil das ist Capstock. So, und das wieder macht jetzt da unten, Felix. Ja, er muss erstmal nachdenken. Wie war das mit dem Ofen? Ist ein Shift? Ja, wo ist Shift nochmal? Was ist die Umschalttaste? Womit schreibe ich nochmal groß? Ah, genau. Da sagt der mit richtige A. Sepp. Was willst du? Du hast auch keine Ahnung von Trichtern. Oh doch, ich habe Ahnung von Trichtern. Ich glaube, das kriegt er noch ohne Probleme hin. Und Trichter allgemein kennt er, glaube ich, sehr gut. Oh ja. Das mache ich aber nie. Einmal hat gereicht.
Das mach ich nie wieder, Alter. Trichtern ist so widerlich. Alter, was machst du denn da oben? Das darf man ja auch maximal mit Bier oder Mehl machen. Ich lauf auf dein Glas rum. Ja, ich hab's mit Bier gemacht und ich fand's widerlich. Alter, ich kann das nicht. Ich kann sie so schnell schlucken. Du kannst es so... Boah. Warum sage ich das? Oh, Mann. Du kannst doch nicht sagen... Du kannst doch nicht in unserer Anwesenheit sagen... Ja, das ist mir auch gerade auf...